Der Onkel von meinem Nachbarn hatte ein Board über die Grenze gebracht. Mit englischer Schrift drauf. So ein richtiges Skateboard halt. Wir haben natürlich sofort versucht, das nachzubauen. Dann gab es noch Streit, weil Chico unbedingt so eine Heavy-Metal-Spitze bauen wollte. Als Rollen hatten wir nur so Kinderrollschuhe. Also eigentlich wollte das wollte gar nicht. Aber wir haben das trotzdem geliebt. Spaß. Und Spaß. Das ging einfach vielen im Osten nicht in die Birne. Wenn du als Jugendlicher auf einmal sagst, ich mach hier nicht mehr mit bei dem ganzen Ruppenscheiß, den ihr euch so ausdenkt, dann kann das auch ganz schön ungemütlich werden. Uns hat das aber eher zusammengeschweißt sogar. Wir waren Außerirdische in der DDR. War noch nicht politisch. Also, wir waren Skater. Als die Wende kam, haben wir uns komischerweise schnell aus den Augen verloren. Quatsch! Ich habe überhaupt keine Nostalgie für die DDR. Wenn ich an die DDR denke, dann denke ich an meine Freundschaften damals. Die haben schon versucht, uns das Skaten wegzunehmen, aber was denkst du, was passiert, wenn man den Kids immer nur Knüppel zwischen die Beine wirft?